Wahrscheinlich hat jeder schon einmal ausprobiert, ob sich auch aus komplettem DIN A4-Papier Module falten lassen, ohne dass man das Papier gleich auf Quadrate kürzen muss, und hat festgestellt, es funktioniert nicht, weil die Module nicht ineinander halten. Diese Ecke ist maßgeblich dafür. Ich habe das auch probiert und damit war das Thema für mich erledigt, bis ich vor ungefähr einem Jahr bei meiner Tante in den USA die Entdeckung gemacht habe, dass ich das dortige Papierformat, Letterformat nennt es sich, dazu eignet, ohne dass man es verändern muss, weil es etwas breiter ist und etwas kürzer als unser deutsches DIN A4-Format. Allerdings die Hälfte dieses Formates funktioniert nicht, weil es andere Proportionen hat. Da ergibt sich dann durch das Falten von diesem Format ein ganz anderes Muster im Stern, was ich persönlich sehr schön und interessant finde. Zu Hause zurückgekehrt, auf deutsche Verhältnisse umgerechnet, habe ich herausgefunden, wir müssen unser DIN A4-Papier um 2,5 Zentimeter kürzen, um die amerikanischen Proportionen zu erreichen. Und im Endeffekt ergibt es dann das hier, dass ich aus einem DIN A4-Papier mit 2,5 Zentimeter abgeschnittenem Streifen bekomme ich eine solch große Spitze. Mit 21 Zentimetern, wie es bisher üblich war, bekomme ich so eine Spitze. Der Stern insgesamt wird hier 10 Zentimeter ungefähr größer und was jeder gleich erkennen kann, die Proportionen zwischen Spitzen und Innenteil ist ganz anderes. Der sieht viel feiner aus als dieser. Hackt allerdings auch nicht so weit ineinander hier vorne, kann man sehen, die kleine Ecke. Das heißt also, für Anfänger ist es nicht ganz so gut geeignet. Deshalb habe ich noch ein zusätzliches Format angelegt. Das ist 25,2 Zentimeter breit, also 4,5 Zentimeter Streifen abschneiden. Darauf bin ich gekommen, indem ich ein DIN A4-Papier gefaltet habe, so wie es bei der vereinfachten Falttechnik, die ich in anderen Videos erklärt habe, gemacht wird. Und hier unten, wo die Diagonale den Blattrand erreicht, das ist die Stelle, wo ich das Papier abschneiden würde. 25,2 finde ich als optimal. Und in den Proportionen kann man dann das DIN A4-Blatt auf unterschiedliche Weise aufteilen. Einmal hier längs durchgeschnitten bei 12 cm. Der Rest bleibt 9 und entsprechend kann man durch Knicken und Schneiden mit dem Messer die anderen Formate erreichen. Man kann es aber auch ganz anders aufteilen. 12,2 und den Rest 17,5. Oder wenn man zweimal schneiden will, auf 12,7 und 17 und dann hier nochmal auf 7 cm abschneiden, dass ich hier entsprechend kleinere Stücke bekomme. Wenn jemand schon Papier hat und sich nicht sicher ist, ob das passt von den Formatverhältnissen, Seitenverhältnissen, kann er sich auch daran orientieren. Ich habe mir hier so eine kleine Übersicht gemacht, wo ich die Diagonalen gezeichnet habe von den drei Formaten. Und wenn ich dann das unten hier in der Ecke anlege, dann sehe ich ganz klar, ich bin hier also beim amerikanischen Format 27,2, dieses Seitenverhältnis. Und wenn ich jetzt zum Beispiel ein kleines nehme von denen, aber dann bin ich mehr im grünen Bereich. Und wenn ich ganz beim Grünen wäre, dann hätte ich ein Quadrat. Das wäre ein kleines Hilfsmittel, ist aber, denke ich, nicht unbedingt notwendig, um damit umzugehen. Will ich Geschenkpapier von der Rolle zuschneiden, dann brauche ich gar nicht viel anderes zu beachten, als dass ich am Anfang ein großes Rechteck schneide, entweder längs oder quer, so wie ich es hier angezeichnet habe. Und daraus kann ich durch Knicken und Falten und Schneiden mit dem Messer, da gibt es auch ein kleines Video darüber, die entsprechenden anderen Formate bekommen. Bei einer Rolle von 70 cm Länge habe ich einmal die 58 cm, die ich schneiden kann. Ich kann bis auf 54 zurückgehen bei amerikanischem Maß oder eben die 84 cm, wenn ich ein Längsformat erst abschneide. Da kann ich dann bis auf 90 cm gehen. Aber wirklich das amerikanische Maß am besten nur für recht hartes Papier. Das weiche Papier, das funktioniert damit nicht so gut. Was ich dann
nur noch zeigen kann, ist, wie sich das Ganze dann macht, wenn es dunkel ist. Meine Frau macht gerade das Licht aus, danke. Das ist das amerikanische Maß. Ergeben sich schöne Lichtecken. Das hier in der Mitte ist das normale deutsche. Also 21 cm ist Quadrat. Und die 25,2 ergeben dann dieses Muster.